Die Mobilitätswende in Dresden besteht aus ganz, ganz vielen Bestandteilen. Wir haben zum einen natürlich eine Stärkung des ÖPNV, wir haben eine Stärkung des Themas Radverkehr, wir haben eine Stärkung aller Umweltverbundsverkehrsarten. Das schließt natürlich auch Bikesharing, Carsharing und auch die Elektromobilität ein. Und da machen wir verschiedene Bausteine, um das umzusetzen. Warum machen wir das? Wir haben hier eine wunderschöne historische Stadt in Dresden, die sehr gepflegt wurde über Jahrhunderte. Und das müssen wir natürlich fortführen und nicht unsere Straßen mit Blechlawinen vollstellen. Und das Ganze bringt uns dann zum einen natürlich mehr Luftqualität, aber zum anderen auch mehr Freiraum, um in einer wachsenden, sich verdichtenden Stadt dann entsprechend auch Platz für alle zu haben.